Zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Mönchengladbach Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 5. Episode dieser Daily Karriere und es geht heute in 3 Spiele gleich. Allerdings nicht alle live, sondern 2 simuliert und welche das sind, das sehen wir gleich mal im Kalender. Wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen, wenn wir die Like-Zahlen vom letzten Mal schaffen. Die Daily Karriere kommt sehr gut bei euch an und ich werde das so lange wie möglich durchziehen. Wenn auch mal ein Tag ausgesetzt wird, dann wird halt am nächsten Tag weiter fortgesetzt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Episoden wir am Ende von FIFA 17 haben werden. Ihr könnt natürlich auch sagen, wenn ihr zwischendurch mal ein Team wechseln wollt oder so, aber jetzt erstmal konzentrieren wir uns auf Gladbach und gucken uns an, was so geht. Wenn ihr mich vielleicht unterstützen möchtet, Videobeschreibung, Links zu IG Vault natürlich, demnächst FIFA 17 Münzen, sehr günstig, könnt auf jeden Fall vorbeischauen, Rabattcode MaxGamingTV, 6% kriegt ihr da auf eure Bestellung. Dazu gibt es Merchandise, Link ist auch in der Videobeschreibung mit den neuen coolen Designs, demnächst am Start, könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen und zu guter Letzt natürlich noch meine Social Media Links und FIFA 17 könnt ihr euch kaufen, wenn ihr möchtet, würde ich mich auch darüber freuen, wenn man das mal auschecken würde. So, wir spielen gegen Bremen, gegen Leipzig und gegen Ingolstadt. Gegen wen davon spielen wir live? Ich denke mal, die Antwort ist relativ easy, denn ich denke nicht, dass ihr eine Auswärtsniederlage gegen einen ganz bestimmten rot-weißen Verein riskieren wollt. Wir simulieren gegen Bremen, wir simulieren gegen Ingolstadt und wir spielen gegen RB. Das wird in der englischen Woche, denke ich mal, relativ hart, aber wir schauen mal, wie das Ganze werden wird. Ich bin definitiv gespannt, wie unsere Mannschaft diese englische Woche wegstecken wird. Erstmal müssen wir bis zum nächsten Spieltag simulieren und ich bin gespannt, wie gesagt, was das werden wird. Sippel möchte gerne spielen. Allerdings sind wir, naja, volle Kanne in der Saison und dementsprechend bleibt natürlich unsere Nummer 1 im Kasten. Ich denke mal, das ist klar. Gegen Bremen würde ich auf Viererkette das erste Mal umstellen tatsächlich. Bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird. 3-4-1-2 ist Standard, okay. 4-2-3-1 kompakt, 4-2-3-1 breit, das machen wir. Raphael geht allerdings nicht in Sturm, sondern Stindl bzw. Philipp möchte ich da nicht reinpacken. Hahn hätte ich reingepackt, aber der ist ja noch verletzt. So, Amiri kommt direkt mal in den Kader mit rein und zwar für Simkala. Virinha geht auf die Rechtsverteidigerposition, Innenverteidigung, Elvedi und Christensen. Dann Janschke kommt natürlich auf die Bank für Vestergaard, der sich ja zuletzt nicht sonderlich gut präsentiert hat. Leider Gottes für ihn auf jeden Fall. Dominguez haben wir jetzt behalten, da müssen wir mal schauen, wie wir den einbinden werden. Ansonsten Toljan wollte ich nicht spielen lassen, Kramer wollte ich eigentlich auch nicht spielen lassen, da wollte ich Thielemans. Eigentlich war jetzt mit 6 spielen, lasse ich Dahoud mal drin und Thielemann stelle ich raus. So, ein bisschen modifizieren das Ganze, dass wir jetzt hier gleich einen zentralen Mittelfeldspieler haben. So, Traoré auf rechts, der Torschütze. Links Raphael, das gefällt mir noch nicht ganz, aber Hazard kann das ja spielen. Sonst hätten wir da Johnson eingesetzt, aber Johnson stellen wir auf Linksverteidigerposition. Nee, da stellen wir Wendt hin. Wendt hat ja auch noch nicht gespielt. Und dann passt das, denke ich mal. Sieht zumindest ganz gut aus. Toljan kommt auch auf die Bank dazu. Und damit würde ich sagen, können wir reingehen ins Spiel. Bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Sommer mittlerweile bei 85 hat schon ein kleines Upgrade bekommen im Vergleich zur Transferperiode. Da am Ende wird ja mal so ein bisschen an den Ratings so rumgeschraubt und auch im Winter das Ganze. So, Heimspiel gegen Bremen, die sind 10. Wir sind, glaube ich, 12. oder wenn ich es richtig gesehen habe, gegen Augsburg gewonnen, gegen Bayern verloren. 4-2-3-1 spielen die auch und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es laufen wird. Ja, wir haben keinen Ex-Bremer im Kader, beziehungsweise hätten einen, aber Vestergaard ist ja in der Reserve. Spielen vor allem mit Pizarro und Kruse. In Realität haben sie die ja momentan nicht zur Verfügung. Die sind ja beide verletzt. Traoré schon wieder mit dem Treffer. Der zweite für ihn. Macht das 1-0. Sehr schön. Wir gehen also früh relativ noch in Führung. 36. Philipp kommt für Stindl. Das ist in Ordnung. Allerdings relativ früh in der Partie. Und Traoré mit dem Doppelpack. Jetzt verschießt er noch einen Elfmeter. Traoré on fire. Was ist denn da los? 2-0 Auswehr. 2-0 Heimsieg gegen Werder Bremen. Und Traoré ist momentan richtig stark unterwegs. Das gefällt mir doch sehr gut. So kann der gerne weitermachen. Eigentlich war das ein Spieler, den ich nicht unbedingt so lange spielen wollte. Beziehungsweise mit dem ich nicht zwingend geplant hatte. Aber wenn er sich so präsentiert, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Wir trainieren mal wieder. Simulieren das Ganze und schauen, was bei rumkommen wird. Ja, ein C, ein A, ein B, ein D, das ist in Ordnung, aber der Hut, der demnächst eventuell auf 80 steigt, was natürlich sehr schön wäre. So, dann machen wir weiter, RB Leipzig ist der nächste Gegner und das auswärts. Ja, das Stadion gibt es ja in FIFA nicht, aber das sieht relativ ähnlich aus, was wir da haben, zumindest wenn es so ist wie letztes Jahr. Gegen die spielen wir wieder mit Dreierkette, mit unserem Standard und da stellen wir natürlich wieder dementsprechend um. Wir starten diesmal mit Philipp, wir starten allerdings auch mit Amiri.
So, Philipp kommt natürlich in Sturm neben Stindl. Kramer, da starten wir nicht mit, sondern mit, wo ist er denn? Thielemans, da haben wir ihn. Janschke geht in die Innenverteidigung. Vierinha geht auf die rechte Seite für Wendt. Traoré bleibt auf links, wie gehabt. In der Mitte bleibt Elvedi und dann haben wir die Startaufstellung schon. Ja, für Westergaard jetzt blöd, ehrlich gesagt, aber sein eigenes Pech. Wendt ist gut in Form, das heißt, Westergaard bleibt auch in der Reserve. Ich mag den ja total gerne eigentlich, aber naja, man muss ja ein bisschen nach Leistung aufstellen. So, haben wir einen soliden Kader, würde ich sagen, zusammengestellt. Ist ja auch die Startaufstellung, beziehungsweise die etatmäßige, ich sag mal, A11. Von daher lassen wir das natürlich auch so und machen das nicht nur im Spielen-Screen, sondern direkt in dem normalen Teammanagement. Und dann gehen wir rein. Ich bin gespannt, in welchem Stadion die spielen. Wir sind Auswärtsspiel, dementsprechend in grün. Und es ist der Sanderson Park. Genau, das sieht relativ ähnlich aus. Neblig machen wir mal nicht, weil das ist scheiße für euch. Aber bewölkt können wir auf jeden Fall machen. Muss ja nicht immer heiter sein. So, und dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Wir sehen da, oh, wer ist denn das? Halstenberg? Ich glaube, es war Halstenberg, die roten Haare. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kann mich auch getäuscht haben, aber der ist relativ groß, relativ, ja, jung noch. Könnte auf jeden Fall sein. Freistöße, Bronze, Thielemans, kann ich nicht. Freistöße sind dieses Jahr ganz ekelhaft, finde ich. Aber vielleicht treffen wir ja zumindest einmal eine Scheibe. Nein, oh, doch. Zählt. Reicht für mich. So, jetzt können wir gleich Start drücken. Perfekt. Und damit gehen wir rein in die Partie. Wir sind am 4. Spieltag der Bundesliga und es geht im Sanderson Park bzw. in der Red Bull Arena, ich weiß gar nicht, ob es so heißt, gegen RB Leipzig, gegen den Aufsteiger und damit gegen eins der vielversprechendsten Teams, das wir momentan in der Bundesliga haben. Ob sie sich denn wirklich so gut schlagen werden, werden wir sehen. Wir sehen schon unten Wolf Fuß und Frank Buschmann als Kommentatoren. Die muss ich gleich nochmal ausschalten, aber das mache ich auf jeden Fall, sobald wir hier gestartet sind. Ich will mir vorher kurz die Elf einmal angucken von RB Leipzig, momentan auf Tabellenplatz 6 stehen. Also sehr gut gestartet sind mit bisher keiner Niederlage, sondern zwei Siegen und im Unentschieden. Besser als wir dementsprechend, aber wir können heute an dem vorbeiziehen. Das ist natürlich unsere Aufgabe. Dazu müssen wir aber gewinnen, bin ich mal gespannt. Es war Halstenberg, oder? Habe ich jetzt gerade nochmal nicht gesehen. Borussia Mönchengladbach Spielerdebüt, Nadia Mamiri, 7 Millionen ist er gekommen von Hoffenheim. Wäre auch einer gewesen für RB, ja theoretisch. Aber jetzt werden wir gleich mal sehen, mit wem RB spielt, hoffentlich. Hoffentlich, vielleicht auch nicht. Und dann sehen wir, ob es Halstenberg war. Nein, wir sehen es nicht. Okay, alles klar. Gut, dann springen wir einfach rein. Aber vorher machen wir die Kommentatoren aus. Wie gesagt, wenn sie überhaupt an sind. Ich höre es ja nicht richtig, weil ich den Spielsound natürlich nicht komplett anhabe, damit ich euch nicht komplett doppelt irritiere. Die Kommentare ist aus. Perfekt. Gut, dann können wir reingehen. Dann bin ich mal sehr gespannt, wie das hier laufen wird. Mein erstes Spiel heute. Und natürlich direkt wieder auf Legende gegen den Computer. Das ist, ich sag mal, ambitioniert. Lassen wir es bei ambitioniert. Und das sieht auch sehr ambitioniert aus, was RB hier direkt mal nach vorne versucht. Oh, das ist Facundo Ferreira. Wer war denn sie den denn? Passt eigentlich gar nicht ins Konzept von RB. Viel zu alt normalerweise dafür. Aber gut, von mir aus, solange er weiter nur so schießt, kann er das gerne machen. So, Maxi Philipp. Oh, gewinnt das Kopfballduell. Sehr schön. Und jetzt haben wir Platz mit Amiri, der den Ball nicht ganz kontrollieren kann. Traoré. So, in die Mitte gespielt. Und Amiri nochmal raus. Nein, schönes Tackling. Und Kaiser mit der Gelegenheit, den Konter einzuleiten. Haben wir vorne einen schnellen Ilsanker. Das ist eigentlich ein Sechser. Nochmal Kaiser, Facundo Ferreira, wie gesagt, der ist eigentlich nicht so gut, aber Werner, der ist schnell, das wissen wir. Hat man schon aus Stuttgarter Zeiten noch im Kopf. Amiri mit dem nächsten Ballverlust, das war schwach von mir gemacht wieder. Mussten sich normalerweise zurückholen, schafft das nicht, aber jetzt Christensen, sehr schön. Traoré, Christensen und Dahoud und Thielemans. Wir haben ein sehr junges Mittelfeld gerade, allgemein eine sehr junge Elf auf dem Platz. Oh, Thielemans macht das da klasse, setzt sich sehr gut durch. Ah, hätte ich gerne noch in die Mitte gezogen oder wäre gerne in die Mitte gezogen. Jetzt hat er keine Anspielstation, jetzt im Rückraum vielleicht. Nadim Amiri, raus auf Stindl, abgelegt auf Mahmoud Dahoud. Versuch's mal, Junge, schade, schöner Versuch. 12 Minuten durch, die erste Annäherung ans Tor. Hier haben wir Facundo Ferreira. Wie gesagt, passt nicht rein, aber gut, von mir aus. Gulaschi im Kasten mit dem Abstoß und Thielemans gewinnt das Kopfballduell. So möchte ich das sehen. Jetzt Amiri, raus auf Traoré. Wir haben ja gesehen, der ist on fire, bereits 3 Saisontore nach 3 Spielen. Oh, Rabona wollte ich nicht. Wusste ihn, dass der Flair hat. Wollte ich eigentlich auf die 16er-Kante schlagen, diesen Ball. Aber Gulaschi hat ihn dementsprechend. Und wieder Thielemans. Und diesmal verliert er das Kopfballduell. Forsberg und wieder Ferreira. Sehr auffällig in dieser Anfangsphase. Von Werner noch nicht so viel zu sehen. Wieder Ferreira. Was ist das denn? 1:0 RB. Eieieiei. Das darf hier natürlich gar nicht passieren. Das ist auch wieder ganz, ganz stark gewesen, dieser Abschluss von Facundo Ferreira. Hätte ich ihn mal besser doch nicht schießen lassen. Werner legt da ab und der sieht da nicht gut aus. Elvedi, naja, ist keiner wirklich bei ihm. Und perfekt passt das Ding. Sommer chancenlos. Ja, auf Legende können sie dieses Jahr schießen. Das merkt man schon. Jetzt müssen wir natürlich um eine Antwort bemüht sein. Mit der Hut haben wir uns gerade angenähert, aber das reicht nicht. So, Maxi Philipp.
Das ist ein böses Foul. Das muss normalerweise gelb geben. Dagegen, gegen wen eigentlich? Ist es Kaiser? Soll das Kaiser darstellen? Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall die gelbe Karte. Und zwar gegen Dominik Kaiser, in der Tat. So, Lars Stindl. Wollen wir da schon mal einfach draufballern aus 33 Metern? Ich weiß ja nicht. Linksfuß bräuchte man normalerweise aus der Position. Haben wir da einen? Traoré, Thielemans. Ne, haben wir keinen. Gut, dann machen wir es mal anders. So. Dann flanken wir mal dahin. Mal sehen, ob da irgendwer stehen wird. Da steht absolut niemand. Ja, gut. Hätte man anders lösen sollen vielleicht. Aber wir haben ja keinen Linksfuß im Kader. So, also doch, Traoré, aber der kann keine Freistöße. Kann aber über die Außenbahn gehen und zugestellt sein. So, Thielemans und nochmal weitergelegt. Und Philipp, dann rutscht er da selber aus, beziehungsweise grätscht den Schuss aufs Tor. Das kennt man ja schon, diese Animation. Sehr unnötig, aber die gibt es ja leider Gottes jedes Jahr. Und Vierin, ja, schöne Balleroberung. Muss ich jetzt da außen durchsetzen? Ah, hat er zu früh den Move gemacht, beziehungsweise zu offensichtlich den Move gemacht. Schlechtes Timing. Christensen muss das Ding gewinnen. Ganz schlechtes Stellungsspiel gegen Werner. Und jetzt bloß nicht den zweiten Treffer kassieren. Das wäre tödlich. Das haben wir ja bereits gegen Leverkusen gesehen. So, Amiri und Philipp. Schön gemacht von Maxi Philipp. Sehr, sehr gut. Und jetzt der Pass auf Amiri. Ne, auf Traoré geht er raus. Aber der könnte auf Amiri spielen. Ah, und dann ist Kyrgiakos, die griechische Van Papadopoulos, dazwischen. Und wer hat den Ball ab? Klostermann. Oh, schwach. Von Amiri, der sich da gar nicht behaupten kann. Der sieht da gar kein Land gegen den Rechtsverteidiger. Von RB. Dahoud holten sich wieder. 30 Minuten durch. Wir sind eigentlich recht überlegen. Allerdings können wir das bisher noch absolut nicht in Tore ummünzen. Weil die Chancen so wirklich fehlen. Das hatten wir ja schon mal, das Thema. Boah. Gegen Freiburg hat es am Abschluss gehapert. Und hier hapert so ein bisschen, und in der zweiten Halbzeit allgemein an Chancen. Und hier hapert es bisher absolut daran, sich überhaupt mal vorne vernünftig durchzuspielen. Die Defensive von RB steht sehr stark. So, Forsberg, die Flanke. Die Flanke muss da abwehren. Okay, alles klar. Was man dazu sagen muss, in Realität hat Gladbach ja auch erst spät den Ausgleich gemacht. Gegen RB, die sind früh in Führung gegangen. Nicht ganz so früh sind sie hier in Führung gegangen, aber auch noch immer früh. Und da hat Fabian Johnson den Ausgleich gemacht. So, Philipp jetzt. Hat keine Anspielstation. Das ist natürlich ganz schwach gelaufen von unserem Team. Muss es alleine machen. Hat immer noch keine Anspielstation. Jetzt Traoré, dreht sich im 16er. Traoré, was war das denn? Eieiei, Auto-Aim ist anscheinend aus. Den kann er normalerweise natürlich viel besser. Den muss er normalerweise vor allem aufs Tor bringen. Und wenn es so die kurze Ecke ist, das geht eigentlich gar nicht. Elvedi sieht dann nicht gut aus im Kopfball-Duell. Beziehungsweise, was für Duell? Da ist er ja gar nicht reingekommen. Jetzt aufpassen, draußen auf Klostermann. Gut zugestellt, aber Kaiser kann die Mitte durchspielen. Und Werner verliert den Ball gegen Dahoud. Und Thielemans, schwacher Pass, aber wir bleiben in Ballbesitz. Nadiem Amiri auf Stindl, auf Philipp. Was ist das für ein Pass? Sollte in Lauf, aber sollte sicherlich nicht dahin. Aber RB ist verunsichert. Gibt es einen Eckball? Nee, gibt einen Einwurf. Aber Aussicht auf die Position. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit nochmal. Muss sich nur jemand auch anbieten. Zum Beispiel Nadiem Amiri, der den Ball nicht kontrolliert kriegt. Zurück auf Juri Thielemans. Und der in die Mitte auf Dahoud. Ah, der will durchlassen. Aber das funktioniert nicht. Da ist ein Bein dazwischen. Ah, wieder schwach gemacht. Kopfball Traoré gewinnt er nicht, aber Christensen ist da. 45. Wir sind in der Nachspielzeit. Ganz schwach von Dahoud. Direkt in den Fuß. Das darf so auch nicht passieren. Nochmal Facundo Ferreira, der Torschütze, blockt den Ball da ab und damit werden wir gleich wahrscheinlich in die Halbzeit gehen. Müssen uns jetzt aber darauf konzentrieren, nicht vorher noch ein Türchen zu kassieren. Timo Werner ist das da außen, setzt sich viel zu leicht durch gegen Christensen. Elvedi wehrt ab und damit ist Halbzeit. Wir können nicht zufrieden sein. Unaveth Mas sieht das nicht sonderlich schön aus da bisher in der gegnerischen Hälfte. Da muss einfach viel mehr kommen, viel zu wenig Anspielstation für unsere Stürmer. Philipp da mehrfach ohne wirklichen... Gegnerdruck, aber halt ohne Anspielstation. Da kann er wenig machen. Da muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen eigene Taktik passieren. So, Geschwindigkeit deutlich schneller. Passspiel, ja okay. Positionsspiel, freie Wahl. Chancenerarbeitung, Schussverhalten oft. Aber das Passspiel muss deutlich steigen. So, den Rest können wir so lassen. Wechseln wir? Ich glaube noch nicht. Noch ist alles in Ordnung. Aber da muss, wie gesagt, mehr kommen. Wir gehen mal auf Offensiv. Wir gehen auf hoher Druck. Vielleicht kann das ja was helfen. Und Vierin, der bisher noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, mit seiner ersten Aktion im zweiten Durchgang und Thielemans mit einem ganz unnötigen Ballverlust. Aber Janschke, unser Routinier, holt sich den da zurück. Mo Dahoud.
Und jetzt raus. Oh, wieder ein schwacher Pass von Tahut. Was ist da los? Das kann er deutlich besser. Gerade eben war es wahrscheinlich auch Tahuta mit dem Ballverlust und gar nicht Thielemanns, wie ich angenommen hatte. Oh, Forsberg setzt sich da spielend durch und es gibt einen Freistoß. Aber für uns, warum auch immer. War es normalerweise nicht, aber schön. So, Vierinha. In die Mitte. Kommt nicht an, aber er hat Platz. Er hat Platz und er hat das Tempo, um da durchzugehen. Aber wieder ist keiner in der Mitte. Das heißt, ach Mensch, ey. Er muss es normalerweise alleine machen. Kann er auch, weil er am Ball bleibt. Glücklich. Und jetzt Thielemanns. Hat ein bisschen Platz. Thielemanns! Schade. Geht dann doch deutlich am Tor vorbei. Ich sah im ersten Moment ein bisschen knapper aus. Aber da muss noch was passieren. Das geht so nicht. Wir haben halt keinen Vollblutstürmer. Ich glaube, das wird auf jeden Fall was sein, woran wir arbeiten müssen im Winter. Oder André Hahn kommt erstmal zurück. Das wäre auch nicht schlecht. Spieler im Fokus ist Amiri. Ja, der ist auch im Fokus gerade, weil sein erstes Spiel ist für die Borussia. Jetzt der einfach, den konnte man riechen und Amiri holt sich den. So, Traoré. Jetzt müssen wir aber auch da was raus machen aus diesem Ballbesitz, beziehungsweise dieser Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Vierinha. Gespielt auf Philipp. Aber da ist wieder keine Anspielstation für Philipp. In der Mitte bewegen sie sich gar nicht. Philipp geht allein in die Mitte. Geht allein in die Mitte und dann so ein Pass. Ah, der war natürlich eine Station weiter geplant. Habt ihr eventuell gesehen, da stand, ich glaube, Stindl war es. Im 16er wieder ganz schwacher Pass von Thielemanns. Unser Mittelfeld gefällt mir nicht. Ich glaube, es ist zu unerfahren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir bringen Raphael rein auf die 10. Thielemanns und Dahoud bleiben drin, auch wenn mir Amiri eigentlich noch am besten gefällt von den dreien bisher. Dahoud macht heute kein gutes Spiel. Und da ist jetzt Forsberg, der flankt, aber es ist keiner da und Sommer geht einfach nicht hin. Mach doch das Spiel schnell. Es ist doch nicht so schwierig eigentlich. Kann es zumindest eigentlich nicht sein. So, raus auf Traoré. Der sich da durchsetzt und wieder einen schwachen Pass spielt. Wieder die Stellung zum Ball, ganz schwach. Aber den kann man trotzdem zumindest an den Mann bringen. Da mangelt es einfach an Präzision. Naby Keita, okay, alles klar. Und da ist Thielemanns. Und auf geht die wilde Fahrt. Ein bisschen schneller bitte, Freunde. Stindl läuft sich da außen nicht weiter frei, aber wäre auch sonst im Abseits gewesen. Zieht zurück. Ah, und wird dann wieder vom Ball getrennt. RB steht hinten gut. Wir müssen noch mehr Druck machen nach vorne. Wieder ein verlorenes Kopfball. Aber so ganz blöd und haben Ball durchgetaucht quasi. Das geht so nicht. Das sieht echt nicht gut aus. Wir kommen absolut nicht in Abschlusssituationen. Der einzige Schuss bisher in der zweiten Halbzeit, der von Thielemanns, der doch noch relativ weit vorbeiging. Aber guckt er das an, da ist einfach auch null Bewegung drin. Weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll, großartig. Und da ist Facundo Ferreira, der hat einen guten Schuss. Wir wechseln nochmal. Ich weiß aber nicht, was ich wechseln soll. Doch, weiß ich. Thielemanns geht raus, dafür kommt... Ja. Hazard rein, Hazard geht in den Sturm, Stindl ins zentrale Mittelfeld. So, und Traoré, der ist kaputt und Johnson kommt rein, hat in Realität, wie gesagt, das Tor gemacht gegen RB, vielleicht ja auch heute. Müssen wir mal schauen, erstmal der Abschlag von Jan Sommer. Wo der landet, ist natürlich auch erstmal wichtig bei Hazard, das ist nicht ideal. Geht nämlich direkt zurück in die Füße von RB, ist auch ein riesen Loch im Mittelfeld, da ist niemand irgendwie mal am Start. Wir haben freie Positionswahl, aber so doch nicht. Und jetzt ist da, ich weiß nicht, Diego Demme war es, glaube ich, und Forsberg, der den Ball verliert gegen Vierinha, der hält in dem Spiel. Stark gemacht von unserem Neuzugang und da ist Dahoud und jetzt mal bitte ein bisschen schneller. Komm, über Raphael, der sich da durchsetzen kann. Den Pass auf Hazard hätte ich spielen können, ich weiß, aber jetzt kommt Stindl. Stindl nochmal raus auf Fabian Johnson. Johnson und jetzt der Pass auf Hazard, das war wieder viel zu unpräzise, direkt in den Fuß. Warum nicht einfach mal in den Fuß vom Mitspieler, sondern eine Position weiter nach vorne, jedes Mal. Ich weiß nicht, was da los ist mit der Passgenauigkeit, aber da stimmt was ganz gewaltig nicht. Und das Foul musste ich jetzt ziehen. Das könnte sogar rot geben für Christensen. War von hinten halbwegs in die Beine. Und es gibt dafür hoffentlich nur gelb. Ja, gelbe Karte für Christensen. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. War ein taktisches Foul. Musste ich aber ziehen in der Situation. Wir müssen langsam alles nach vorne werfen. Ich weiß, erst 77. Minute, aber wir haben halt absolut gar keine Gelegenheiten. Und von daher muss jetzt was passieren. Kontersituation über Fabian Johnson. Der ist ja schnell. Und der ist auch schneller als Halstenberg. Und jetzt haben wir eventuell die Gelegenheit, weil RB aufgerückt ist. Warum auch immer sie das gemacht haben. Weil eigentlich sind sie ja in Führung. Ball in die Mitte. Da ist Maxi Philipp. Maxi Philipp. Hazard! Und da ist der Ausgleich.
Der Joker sticht, gerade eingewechselt. Thorgan Hazard, 81. Spielminute und der Ausgleich ist gefallen. Wieder spät, Maxi Philipp mit der Vorarbeit macht das da klasse. Nach dem Pass von Johnson mit der Hacke in die Mitte gelegt. Und Hazard direkt an Gulaschi vorbei in die kurze Ecke. Ausgleich und jetzt müssen wir natürlich uns nicht überrennen lassen, sondern jetzt müssen wir wieder auf ausgeglichen gehen. Versuchen aber natürlich das Momentum zu nutzen. Die werden jetzt alles nach vorne werfen, RB. Und da versuchen wir nochmal einmal einen Konter zu setzen und damit eventuell den Siegtreffer herbeizuzwingen. So, da haben wir jetzt Sabitzer außen. Wurde, glaube ich, eingewechselt. Ferreira und das Foul von LW, die beziehungsweise Foul war schon früher. Deswegen gibt es den Freistoß aus dem Halbfeld. Naby Keita, der den Ball reinbringen wird, der kommt auch nicht schlecht. Elvedi ist da, muss weg sein. Raphael, nochmal Elvedi, wieder schwach. Nochmal Raphael und jetzt Fabian Johnson, der ja gerade das Tor eingeleitet hat mit seinem Sprint und wieder schnell nach vorne spielt. Da ist wieder Thorgan Hazard, der ist nicht der allerschnellste. Technisch ist er stark, einen Einwurf dürfte es geben und er hat sich verletzt. Hoffen wir da mal, dass es nichts Schlimmeres ist. Geben den, oh Gottes Willen, geben den Ball in der Mitte aber noch nicht dahin. So, Hazard steht wieder, langsam zumindest, fasst sich da aber an Oberschenkel, beziehungsweise sieht nach Achillessehne aus oder sowas, ich kann es nicht beurteilen, aber wir können ja sowieso nicht mehr wechseln. Stark gemacht, schwacher Pass, was ist mit Dahoud los? Absolut brutal schlechtes Spiel von ihm bisher. Stindl jetzt, oh, da läuft er am Ball vorbei, schönes Tackling von Johnson. Der könnte jetzt zum Matchwinner avancieren. Hazard raus auf Lars Stindl. Und jetzt vielleicht nochmal die Situation ausnutzen. Stindl, wieder keine Anspielstation. Nichts in der Mitte, gibt das Elfmeter. Nein, es gibt nur Freistoß. Klostermann war eigentlich unnötig. Die Situation war eigentlich geklärt. Und jetzt gibt es nochmal eine gefährliche Situation dafür unsere Borussia an der Strafraumkante. Und da steht Stindl, aber in der Mitte haben wir keinen so wirklich. Spielen wir den raus auf Elvedi. Wir wechseln mal den Schützen und hoffen, dass da dann wer anders steht. Wechseln mal auf Raphael, da steht immer noch Elvedi. Gut. Wir wechseln auf Elvedi. Vielleicht wird er mit dem besser. Ja, das wird besser. So, da muss der Ball hin. Auf Vierinha. Vierinha, nimm ihn. Volley. Das hätte besser laufen müssen. Volley war da, aber war ein Dropkick und dementsprechend viel zu hoch angesetzt, leider Gottes. Wäre natürlich auch Tor des Monats gewesen, hätte das funktioniert. Schade, dass es nicht so war. So, jetzt nicht nochmal einen dummen Ballverlust. Das Spiel dürfte gleich vorbei sein, aber eine Gelegenheit bekommen wir noch über Fabian Johnson. Und der ist ja bekanntlich schnell und ist noch frisch einigermaßen. Philipp ist am zweiten Pfosten. Johnson kriegt den Ball nochmal. Flanke auf Philipp. Ganze geklärt, aber sehr langsam von RB. Raphael nochmal. Und dann wäre es soweit gewesen, aber der Schiedsrichter pfeift ab. Und wir spielen wie in Realität 1:1 gegen RB Leipzig. Nur ein Unentschieden gegen die Roten Bullen. Dementsprechend können wir nicht an denen vorbeiziehen. Ja, bitter auf jeden Fall. Hätten wir eventuell besser ausspielen müssen, aber Gott sei Dank haben wir zumindest den Ausgleichstreffer gemacht. Das ist sehr viel wert. Immerhin ein Pünktchen, auch wenn es wie gesagt nicht ideal ist. Aber nach der Leistung kann man mit einem Punkt da immer zufrieden sein. Sehr ausgeglichen. Schussgenauigkeit 20%, Passgenauigkeit 80%, Ballbesitz ausgeglichen, Schüsse ausgeglichen. Geht in Ordnung, diese Punkteteilung. Jetzt müssen wir gegen Ingolstadt aufpassen, dass wir oben dran bleiben. Schalke verliert gegen Köln, sehr realistisch. Bayern gewinnt gegen Hertha, sehr realistisch. Bremen gegen Mainz, nicht realistisch. Und Bayern gegen Augsburg, unentschieden. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber das soll uns egal sein. Wir sind momentan Tabellenneunter, das reicht nicht. Ingolstadt bisher mit drei Niederlagen, einem Unentschieden. Ein Punkt bisher, das müssen wir natürlich ausnutzen, ganz klar. Ja, ansonsten kann man nicht viel nachgucken jetzt hier wirklich. Bayern natürlich standesgemäß Tabellenführer, Köln tatsächlich Zweiter, ähnlich wie in Realität. Leipzig weit oben, Bayern weit oben und wir noch im Tabellenmittelfeld. Aber wir können das jetzt ändern und wir wollen das jetzt natürlich ändern gegen Ingolstadt. Dazu werden wir wieder mit Dreierkette spielen, aber werden ein bisschen umstellen. Unter anderem kommt Hazard rein, der gerade das Siegtor geschossen hat. Der Hut geht raus, das war eine ganz schwache Vorstellung, muss ich leider sagen. Wir rennen ja nicht ganz fit, dafür kommt Hoffmann rein. Oder Johnson, kann Johnson rechts, aber Rechtsverteidiger, es reicht mir. So, Janschke, dafür kommt Dominguez mal rein und für Elvedi bekommt Vestergaard wieder seine Bewährungschance. Christensen bleibt, Traoré bleibt auch, Oscar Wendt ist auf der Bank, Teuern auch. Dann packen wir Nico Schulz noch auf die Bank dazu und Lukas Strobel für wen? Lukas Strobel lassen wir draußen. So, und damit sind wir gewappnet für das letzte Spiel in dieser Episode gegen den FC Ingolstadt. Bin ich ja mal gespannt, ob wir das jetzt gewinnen. Wie gesagt, 3 Niederlagen bisher für die Schanzer. Das heißt, gegen uns sollten sie im Normalfall auch keine Chance haben. Wenn wir jetzt mal unseren Ambitionen gleich kommen. Gegen Frankfurt, Bayern und gegen Hertha verloren. Und nun, Samstag, 24. September, 15:30 Uhr.
Realität war es ein 2-0 für Gladbach. Wir sind also ganz an der Realität dran. Rafael macht das 1-0. Das ist schön, dass der einen die auch mal trifft. Überwindet so ein bisschen seine Downphase und Stindl verletzt sich, wird nicht ausgewechselt. Rafael mit dem 2-0 und Philipp kommt für Stindl. Rafael jetzt also auch mit 2 Saisontoren, Philipp mit dem 3-0 eingewechselt. Das sieht doch schon mal viel besser aus als gerade gegen RB Leipzig. Traoré 4-0, der trifft zum 4. Mal diese Saison. Das ist auch sehr, sehr schön. Und damit endet das Spiel. 4-0 standesgemäß. Hamburg verliert 2-1 gegen Bayern. Verratti hat da getroffen. Mainz gegen Bayern 0-4 unentschieden und Augsburg gewinnt durch Teigl gegen Darmstadt. Auf jeden Fall interessant und damit sind wir jetzt Tabellenfünfter immerhin schon mal. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und Stindl fällt für 6 Wochen aus. Das sieht schlecht aus. Ja, Leistenbruch, ganz bitter. Die Frage ist jetzt, wie sieht's aus mit André Hahn? Der ist noch nicht wieder fit, aber vielleicht wird er es demnächst. Ich hoffe es mal ganz stark, weil Stürmer ist so ein bisschen ein Problem bei uns. Ne? Hazard kann das noch spielen. Aber ansonsten bin ich sehr froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich den Amiri gekauft habe, weil somit haben wir einen Ersatzzehner für Hazard bzw. eben Stindl. Gut, wir gucken nochmal einmal ganz kurz in den Jugendstab und gucken nochmal, ob wir einen guten Scout gerade haben. Den muss ich mitnehmen, es tut mir leid. Den französischen Scout hier und den schicken wir nach Deutschland für 6 Monate. Sorry, musste ich jetzt einmal machen, aber das wird erstmal der letzte Scout bleiben. So, und dann gucken wir uns ganz kurz einmal die Tabelle in den anderen Ligen an. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Wir sehen, wie 96 steht und wie es in England aussieht vor allem. Ob sich da United oder City behaupten können oder eventuell wer ganz anderes. So, zweite Bundesliga, 96 ist Tabellenvierter mit einer Niederlage, 2 Unentschieden und 4 Siegen. BS ist Fünfter, Stuttgart Erster, Pauli Zweiter, Nürnberg Dritter. Das ist natürlich unrealistisch und Würzburg auch sehr weit unten, aber ja. Gut, England, wie sieht es da aus? United Erster, City, wo ist City? City nur Achter, ui. Also United dominiert und hinter Arsenal und dann Everton, Swansea, Liverpool, Sunderland, alle punktgleich. Das ist doch interessant. Unsere Liga ist auch noch spannend. Wir wollen in die Champions League. In der nächsten Episode geht es mit diesem Projekt weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns morgen mit der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.